Jetzt geht's rund, sprach der Spatz und flog in den Ventilator. Jetzt wird's nämlich wirklich lustig. Weißt du, wenn du pausenlos in deinen Gedanken herumkreisen lässt, ich bin weißes Licht, was immer passiert, ich bin weißes Licht, ich bin's immer, dann wirst du früher oder später eine Erfahrung machen. Dein Licht frisst die Dunkelheit. Das heißt, dein Licht wird immer heller. Und dieses Bewusstsein kommt jetzt auch in deinen Kopf rein. Das passiert einfach, weil die Zeit dafür steht. Und jeder Mensch, der aus diesem Licht ja nun kommt, denn jeder Mensch kommt ja nun aus diesem Licht und jetzt dafür empfänglich ist, da beginnst zu begreifen, dass wir das Bewusstsein sind, was wir haben müssen, dass wir die Dunkelheit aus unserem Leben streichen. Da wir mittlerweile wissen, sämtliche Katastrophen und sämtliche Elende und was weiß ich was alles finden sich ja nun mal in der Dunkelheit an, dann ist die Lösung natürlich, dass wir selber weißes Licht sind. Wir haben viele Menschen am Start, die Gott anbeten oder Gott andauernd Gottesdienste pilgern und an Gottes sagen, ja, ich liebe Jesus ja so sehr, ich liebe Jesus ja so sehr. Nun, wenn man bis hier in Problemen steht, ist das sicherlich sehr sinnvoll. Denn er zieht dich erstmal so ein bisschen aus der Patsche. Aber früher oder später begreifen wir, dass es, wenn wir das Licht Gottes erhalten wollen, ja, dann müssen wir auch selber Licht sein. Dann gehören wir nämlich zu denen, die das Licht erhalten. Und natürlich auch mit erhellen. Jedes Wesen kommt aus dem Licht. Und dann gibt es einige, die vertändeln das Ganze ein bisschen und spielen dann ein bisschen rum, was man alles so machen kann. Und das Leben ist ja wirklich fabelhaft, es ist wandelbar. Du kannst alles Mögliche erleben. Alles wirklich Mögliche. Aber wenn du etwas erlebst, dann musst du auch wissen, dass du, wenn du es erleben willst, dessen Bewusstsein brauchst. Ich kann durchaus erleben wollen, wie das denn so wäre, den Hexenhammer zu verfassen. Durchaus. Aber dazu bräuchte ich auch ein ziemlich verdunkeltes Bewusstsein, um das zu tun. Ich kann durchaus erleben, in einer Zeit zu leben, in der Hexen verbrannt werden. Klar, wenn wir schon Hexenhammer haben, dann können wir auch die Hexen verbrennen. Oder sie auch zunächst mal ordentlich foltern. Ne? Aber um das zu tun, brauche ich ein sehr verdunkeltes Bewusstsein. Und ich habe das Gefühl, dass es einige Menschen gibt, die gerade auf diesem Weg sind. Wenn ich mir die Historie in einigen Staaten angucke. Dann kann ich mir gut vorstellen, wohin das wohl mal führt. Da alles existiert und es seit Anbeginn der Zeit existiert und es keine Entwicklungsmöglichkeiten gibt, die nicht schon irgendwo vorgezeichnet ist, die Frage ist also dann nur, ist die Frage dann natürlich nur, welchen Weg gehe ich? Nun, je heller mein Licht, das Licht meines Bewusstseins ist, desto mehr frisst mein Licht die Dunkelheit und desto mehr Pfade sind mir offen, die wirklich einen sehr freudevollen Weg vorgezeichnet haben. Und alles wird verdunkelt und alles versinkt in der Dunkelheit sozusagen, was mein Licht betrüben würde, was man nicht verdunkeln würde. Das ist eigentlich der ganze Clou dabei. Aber wenn du einmal angefangen hast zu sagen, ich bin Licht, dann bist du die Erste, die das merkt. Du merkst es, weil sich in deinem Körper, innerhalb deines Körpers, unglaublich viel Bewegung abspielen. Du kriegst das auf einmal mit. Auf einmal hörst du dein Blutrauschen. Auf einmal merkst du das Vibrieren in deinen Gliedmaßen. Du merkst das Vibrieren in deinem Kopf. Und in deinem Kopf merkst du es als erstes. Und dann das ganze Grummel geht hier los. Also dass du glaubst gar nicht, was sich da für Veränderungsprozesse abspielen. Dann kommt noch was anderes. Dein Körper muss natürlich lichtdurchlässig werden. Er muss dein Licht erstmal empfangen können. Und hier geht's los. Jede aggressive Ausdrucksform von dir zerstört und irritiert dein inneres Wesen. Dein inneres Wesen aber ist und bleibt Licht. Das ist die Zusicherung, die du haben wolltest, bevor du auf die Welt kamst. Und die du auch bekamst. Dass du dein Licht auf gar keinen Fall zerstören kannst. Du kannst es nur verdunkeln lassen. Du kannst es verschütten lassen. Du kannst es ignorieren. Du kannst es in die Ecke stellen. Und brauchst es keinem anzugucken, wenn du nicht willst. Wenn du Sachen vorhast,
die des Lichts nicht so bedürfen. Mit anderen Worten, wo es eher wünschenswert wäre, dass das Licht da nicht so genau hinguckt. Sagen wir mal, jemand ist Trickbetrüger oder jemand ist Heiratsschwindler oder jemand ist Bankräuber oder jemand hat seine große Zukunft als Zuhälter entdeckt oder irgendwie so etwas und hast als Gewalt, so richtig gewaltiger Zuhälter entdeckt, der so also ordentlich draufhaut oder so, wenn die Puppen dann nicht parieren. Also wenn jemand so ist, dann wäre es wünschenswert für ihn in diesem Augenblick, dass das Licht nicht allzu genau hinguckt. Das wäre dann guck mal kurz zur Seite. Um solche Sachen zu machen, musst du unbedingt dafür sorgen, dass das Licht abgedunkelt ist. Sonst gehen solche Karrieren nicht. Auch jemand, der gewaltige Steuern hinterzieht, auch jemand, ohne mit der Wimper zu zucken, irgendwelche Leute abknallt, Menschen, die Hexenhammer verfassen, Menschen, die in Katakomben da Menschen foltern und was weiß ich was alles, die tun gut daran, das Licht ein wenig zu ein kleines bisschen in die Ecke zu stellen. Blöd wird das aber dann, wenn das Ganze wieder zurückkommt. Denn alles, was ich tue, saust wie ein Bumerang auf mich zurück. Das heißt, alles, was du denkst, was du tust, was du sagst, immer, es kommt immer wieder zurück. Das ist alles, was du tust, das sind alles Brieftauben, die kommen immer in den eigenen Schlag zurück. Wenn man dann festgestellt hat, was man da für einen Unsinn angerichtet hat, dann tut man gut daran, sich daran zu erinnern, dass man aber vom Ursprung her weiß, dass Licht ist. Jetzt kramt man das Licht wieder hervor, dass das man will ist. Das muss doch da irgendwo sein. Irgendwo habe ich es doch. Ja, und du findest es auch wieder. Du änderst dich wieder. Du bist Licht. Tja, jetzt geht's los. Dein Licht wird wieder anfangen zu strahlen. Das tut es. Aber es muss durch eine Menge Hindernisse durch und holt sich dabei einfach gewaltige Beulen. Der Verkehr funktioniert nicht mehr richtig. Denk mal an so einen Traffic Jam. Und auch ohne, dass du eine Karriere als super schwerer Junge oder als Zuhälter oder als Steuerhinterzieherin oder als Steuerhinterzieher oder als Trickbetrügerin oder Trickbetrüger hinter dir hast und dabei eine ganze Menge um ihr Hab und Gut betrogen hast, auch ohne, dass du so eine Karriere hingelegt hast, hast du eine ganze Menge in deinem Leben zugelassen, was dein Licht nicht minder verdunkelt hat. Das heißt also, auch ohne, dass du eine kriminelle Karriere hingelegt hast, warst du vielleicht, wie man heute sagt, Opfer von irgendwas oder bist du denen zum Opfer gefallen oder wie auch immer. Aber selbst wenn du ein Opfer gewesen bist, hier mit deiner Wetter noch einmal, um ein Opfer von etwas zu werden, brauche ich das Bewusstsein dafür. Und das Bewusstsein, Opfer von irgendjemandem zu werden, habe ich nur, wenn ich mein eigenes Licht verdunkelt habe. Wenn ich sozusagen in die Ecke gestellt habe und dann mal ordentlich das zugedeckt habe, sagt so, sei mal ruhig. Und jetzt mache ich ja erstmal den eigenen Kram und lande natürlich prompt auf die Schnauze. Was denn sonst? Ohne Licht geht hier nämlich gar nichts. Und wenn man jetzt wieder zurück will, wenn man das eigene Licht wieder leuchten lassen will, damit sich die Umstände harmonisieren. Ich meine, das ist auch, was ich sage, das ist ja keine Traumtänzerei. Es ist eine ganz praktische Alltagshilfe. Dein eigenes Licht leuchtet, damit du den Alltag gut überstehst. Dein Licht, dein weißes Licht leuchtet, damit du den Alltag gut bewältigen kannst. Das ist eine sehr praktische Lebenshilfe. Eine äußerst praktische dazu. Wenn ich nämlich Ärger habe, wenn ich Angst habe, wenn ich denke, oh Gott, was kommt da auf mich zu, dann tue ich gut daran, mich zu erinnern, dass ich weißes Licht bin und mein weißes Licht die Dunkelheit zerfrisst. Mit anderen Worten, du bist weißes Licht und es ist dein weißes Licht, was die Dunkelheit frisst, weil du weißes Licht bist. Das musst du dir gut merken. Und dass dieser Gedanke, der braucht dich nicht zu verlassen, der darf dich nicht verlassen. Nicht, wenn du kein Wert darauf legst, dass du irgendwelche Schwierigkeiten hast. Also das solltest du große Schwierigkeiten haben wollen und solltest du als Märtyrer in die Geschichte eingehen solltest du wollen, dass alle dich als Opfer sehen. Ja, dann selbstverständlich, dann verdunkel dein Licht. Aber sonst auch, sollen das meinen, wenn wir es nicht wollen. Seht ihr, es gibt so Menschen, die sind so empathisch drauf. Das sagen einige so. Ich habe das so oft auf Facebook-Seiten gesehen. Ach, ich bin ja eine Empathin. Ich war es ja schon mein Leben lang. Ich war ja so empathisch. Ach ja, ich war ja immer so. Ich habe ja immer so unter Menschen gelitten, deren Gefühle gelitten. Ach, was hat mich das hintergedrückt? Oh Gott, die anderen. Und die sind ja auch alle so böse. Und die gewaltbereiten Menschen. Oh, was bin ich empathisch. Moment mal, warum sagt jemand sowas? Warum schreibt jemand sowas? Ich war ja empathisch. Schon als Kind war ich ja so empathisch. Warum sagt sie das? Und das war eine Frau von Mitte 40, hat sie jedenfalls gesagt. Was heißt das jetzt?
Sie ist empathisch. Oh, jetzt müssen wir alle ganz behutsam mit ihr umgehen. Oh, sie ist eine Mimose. Sie ist mal ganz, ganz vorsichtig. Sie muss ganz, ganz behutsam da mit ihr sein. Treten wir alle nicht zu nah. Und am besten rollen wir sie. Oder wir tragen sie auf einer Sänfte, damit nichts passiert. Also entschuldigt bitte, Leute. Aber wenn mir jemand so kommt, dann knall ich ihr noch eine. Aus einem einfachen Grund. Wenn ich so empathisch bin. Und entschuldige bitte einmal. Das habe ich auch. Ich bin Kartenlegerin. Natürlich bin ich hellsichtig und natürlich weiß ich, was einige Menschen mitmachen. Aber ich weiß auch, dass ich diese Fähigkeit habe aus einem bestimmten Grund. Mein Licht frisst die Dunkelheit. Und dafür nehme ich mir wirklich Zeit, nämlich dass mein Licht die Dunkelheit frisst. Was sofort zur Folge hat, dass da, wo ich bin, die Dunkelheit nicht sein kann. Das ist unmöglich. Anstatt dass ich mich jetzt mich hinstelle und da oder mich irgendwo hinsetze und heule, oh, ich bin da so empathisch, ich bin da so sensibel und wieso sind dann alle so doof und fange ich lieber an, darüber nachzudenken. Da ich weiß, dass Licht bin und mein Licht die Dunkelheit frisst, kann das, was mein Leben bisher immer so bedroht hat und bedrängt hat und betreut hat, gar nicht mehr da sein. Ist unmöglich. Ist doch einiges da, was mein Leben bedroht? Vielleicht habe ich es ja nicht sehr gut gemacht. Dann war ich das wohl, die sich da so hinsetzen muss und sagen muss, okay, in Ordnung, also machen wir mal weiter, ist frisch gebacken, ist halb gewonnen, wir kommen da schon hin. Das müssen wir auch, weil es hat keinen Sinn, einer anderen Idee nachzuhängen, jedenfalls nicht, wenn ich mein Leben gut leben will. Seht ihr, unter diesem Aspekt lese ich die Bibel jetzt mit einer besonderen Freude und sehe jetzt auch Gottesdienste im Fernsehen mit einem besonderen Vergnügen. Wenn ich so die ganzen Kardinäle da sehe oder dann sind sich ja am Petersdom da alle versammeln und dann kommt da irgend so jemand so ganz im Vollmandat und so, dann denke ich dann oft so, oh, guck mal, wie sind wir alle zujubeln. Natürlich, Gott ist Licht, das beschreitet auch die Kirche nicht. Gott ist Licht. Also ich bin Licht. Du auch, einverstanden. Also dann lass uns doch mal gemeinsam in Gottesdienst sehen und dann gucken wir da und dann ist unser Popcorn und dann sehen wir dann im Fernsehen diesen ganz tollen, ganz diesen aufwendigen Gottesdienst und während wir dann unser Popcorn essen, freuen wir uns, wie sie uns alle anbeten. So nett wir sind Licht. Und die das wissen von sich, die können lachen. Weil wir wirklich Licht sind. Und weil unser Licht wirklich die Dunkelheit frisst. Ich gebe ja zu, dass das... dass es Zeiten gibt, und ich bin die Letzte, die das abstreitet, wo das verdammt anstrengend ist, sehr anstrengend. Und entschuldige bitte mal, du hörst gerade einer Frau zu, die vor 3, 4 Jahren oder sagen wir mal 6, 7 Jahren sich gar nicht bewegen konnte. Die bewegungslos auf der Couch, also auf der Couch lag, weil die Arme und Beine gehorchten mir nicht. Da ging gar nichts mehr. Und in dem Augenblick wusste ich, dass ein Bein 7 Kilogramm wiegt. Das wusste ich. Das wusste ich als erstes. Denn ich kriegte diese verdammten 7 Kilogramm Bein nicht in die Küche. Also das machte mich wahnsinnig. Damals nicht, heute ja. Also damals, als ich anfing zu posten, habe ich auf dem Bett gelegen und konnte so irgendwie und hoffte, dass es keinem auffällt, dass ich mich eigentlich gar nicht richtig bewegen kann. Natürlich ist es aufgefallen. Die Menschen sind doch nicht blind. Aber ich habe damals schon gesagt, Mensch, erhöhen wir bitte unsere Schwingung. Alles geht auf das Konto unserer Schwingung. Und wenn wir die erhöhen, dann wird es uns in absehbarer Zeit auch besser gehen. Ach, Leute, ich traue es mich ja kaum zu sagen, das habe ich vor 10 Jahren gesagt. Da hatte ich noch gar keinen Laptop. Also, als ich vor 7 Jahren anfing zu posten. Da sagte ich auch schon, Mensch, erhöht eure Schwingungen, denn das scheint unsere einzige Möglichkeit zu sein. Und siehe da, auf einmal wird aus einer sehr hohen Schwingung wirklich sehr helles Licht, das die Dunkelheit frisst. Wo Licht ist, kann die Dunkelheit nicht sein und nichts kann da sein, was nur in der Dunkelheit existieren kann. Sämtliche kriminellen Aktivitäten. Sämtliche Krankheiten können nur in der Dunkelheit existieren. Da können sich die das forschen, sich am Kopf stellen. Da kann man sicherlich viele, viele Sachen mitmachen, man kann viel forschen, das ist schon in Ordnung. Ich habe nichts gegen die Medizin im Allgemeinen, nur die Schlussfolgerungen, die die Menschen für sich selbst daraus ziehen, halte ich für problematisch.
Denn ich brauche keinen Menschen, der mir sozusagen eine Krankheit einredet oder sie bestärkt oder mich daran bestärkt, diese Krankheit zu haben, wenn ich doch weiß, mein Licht frisst die Dunkelheit, also auch das, worin sich die Krankheit überhaupt gebildet hat. Also diese beiden Optionen habe ich jetzt. Ich war krank, jetzt hätte ich die Möglichkeit. Entweder ich gehe zu einem Arzt und der sagt mir genau, warum ich krank bin, und dann macht er Untersuchungen und dann gibt es Diagnosen, die ja sicherlich ganz in Ordnung sind. Aber dann behalte ich diese Diagnose im Hinterkopf und sage, ja genau, ich bin ja so los, ich bin ja so, ich bin ja so, ich bin ja so. Und damit leuchtet mein Licht nicht und kann meinen Körper nicht harmonisieren. Und das, was ich sage, ist eine sehr konkrete Altersrealität, die sehr erfahrbar ist. Es hat mir mal jemand geschrieben, der das ausprobiert hat, gesagt hat, ich konnte nicht mehr, ich hatte ja nur noch Kopfschmerzen, ich war ja nur noch so, und da habe ich dann ganz, ganz schnell damit aufgehört, weil dann hatte ich auch wieder ein bisschen mehr Ruhe. Ja, Ruhe hatte er dann schon, aber blöderweise wurde sein Leben nicht besser. Und das war der Grund, weshalb er damit angefangen hat. Ist eine Frage der Abwägung, ob du es dir leisten kannst, ob du das willst. Dein Licht kann alles harmonisieren, dein Licht kann alles wieder erhellen. Vergiss das nicht. Es ist dein Licht, das das kann. Und es wird es immer tun. Lass also dein Licht wirken. Es harmonisiert dein Leben. Angesichts der Zustände hier in unserer Welt würde ich sagen, uns kann nur noch unser freier Wille helfen, dass wir wieder eine hohe Schwingung haben wollen und dass wir in einer hohen Schwingung leben wollen. Die meisten Menschen aber tun, was sie können, um genau den Menschen, genau diesen Willen auszureden. Und richten damit verheerende Katastrophen an. Denn all das, was wir als so störend und als bedrohlich und als gefährlich wahrnehmen, was ja auch in der Tat bedrohlich und lebensgefährlich für sehr viele Menschen ist, kann sich nur in der Dunkelheit abspielen. All die Menschen, die euch so beredt darauf hinweisen, dass ihr euch bitte um das Unrecht der Welt kümmern möchtet, was sofort zur Folge hat, dass ihr genau in dieses Unrecht reinplumpst und euer Licht, wenn es noch zu schwach ist, nicht damit fertig werden wird, denn es ist immer eine Frage der Ausgleichung, es ist immer eine Frage des Verhältnisses. Wenn du sehr wenig Licht hast und sehr wenig Vertrauen in dein Licht hast, dann wird dich die Dunkelheit, die dich hier umgeben kann, die dich hier in den meisten Fällen dann auch umgibt, zuschütten. Das kommt gar nicht durch. Darum hängt es so viel von deinem Bewusstsein und von deinem Glauben und von deinem Denken ab, von deiner Überzeugung besonders. Aus Glauben wird irgendwann Wissen, darum glaubst du ja, dass du es mal irgendwann weißt und es irgendwann auch erfährst. Und wenn du jetzt sagst, ja, eigentlich ist das ja richtig, eigentlich müsste es mein Licht ja auch können und bist aber trotzdem noch ziemlich zaghaft dabei, dann ist Jesus Christus eine gute Adresse, denn immerhin ist er derjenige, der die Fähigkeit hat, andere Menschen erst einmal unter einer Art Schutzschirm zu versammeln. Das heißt aber nicht, dass er deine Probleme löst. Mit anderen Worten, du kannst dann erstmal dich daran halten, aber denke immer, habe immer im Hinterkopf, es ist mein Licht, was die Dunkelheit auflöst. Es ist mein Licht, was meine Probleme auflöst. Und ich brauche noch etwas Nachhilfe von oben, das ist jetzt von Christus oder dann mein Schutzengel oder das ist mein höheres Selbst, mein inneres Wesen, das immer wieder mein Licht erhält, damit ich durch mein Licht, was dann immer heller wird, die Dinge in meinem Leben harmonisieren kann. Nur so kann das laufen. Wenn so viele Menschen wie möglich das tun, desto weniger wären die verheerenden Umstände in unserem Leben denkbar oder wären sie auch im Kollektiv nicht mehr erfahrbar. Das Problem ist, dass wir die Probleme, all was wir so haben, was unsere Politiker und unsere Journalisten uns andauern und jeden Tag minütlich suggerieren, dass all das nur deshalb passieren kann, weil das noch kollektiv erlebt wird und ein ganzes Kollektiv dafür, also ein ganzes Kollektiv dahin manövriert wird, das auch bitte alles für wahr zu halten und demzufolge zu beleben. Darum ändern sich die Verhältnisse auch so schwer. Früher hat es geheißen, Gottes Mühlen mahlen langsam. Ich würde nicht sagen, dass Gottes Mühlen langsam mahlen, ich würde eher sagen, dass seine Mühlen langsam mahlen. Und jetzt geht's los, denn wir sind hier bei uns. Denn hier sind einige Fragen, die du an dich selbst richten möchtest, bitte. Wie weit hat die letzte Stunde mich verändert? Frag dich das alle 3 Stunden. Was hat sich ergeben? Was sehe ich jetzt anders? Was ist passiert?
was hat mich geändert? Wie sehe ich, welche Einflüsse habe ich denn jetzt? Und dann ist noch eine sehr wichtige Frage. Wenn ich das und das vorfinde, worauf deutet das hin? Wenn ich das und das gelten lasse, was tue ich dann genau? Wo lenke ich meine Schritte hin? Das sind einige für dich. Am Anfang werden sie, es tut mir leid, am Anfang wird es höllisch ungemütlich. Sorry dafür. Das ist etwas, was. Aber es ist nicht die Antwort von der Frage. Die Antwort muss dich gar nicht in Panik versetzen. Ganz im Gegenteil. Don't panic. Aber dass die Betrachtungsweise so ist, ist so ungewöhnlich. Und es ist das, was uns in so Unruhe versetzt. Bitte vergiss das nie. Alles, was du so erlebst, halte bitte dann so oft wie möglich inne. Wenn ich das und das für wahr halte und das dem so begegne, wie ich es bisher auch immer getan habe, wohin führt mich das? Was kommt dabei raus? In was für ein Bewusstsein begebe ich mich denn rein? Es ist letztendlich immer eine Frage des Abwägens des Bewusstseins. Wenn ich das für wahr halte, was für ein Bewusstsein habe ich dann? Und hält mich das von dem Bewusstsein ab, dass ich selber weißes Licht bin, was auch eigentlich die Dunkelheit zerfressen sollte? Es sind einige, viele Fragen an dich zu richten, die du bitte dir selber stellst. Und glaub mir, du bist nur einem Menschen Rechenschaft schuldig, nur einem einzigen Menschen auf der gesamten großen, großen Welt. Und das bist du selbst. Und du hast auch Lust, dich davor zu rechtfertigen und du hast auch Lust, es zu erklären. Und du wirst es auch erklären. Und die meisten Sachen wirst du damit erklären und damit hättest du dann auch wirklich recht. Es war in der Überzahl. Und du konntest gar nicht anders, du hattest ja gar keinen anderen Orientierungspunkt. Aber jetzt fängst du an, auszusortieren. Und das mag ja in der Vielzahl sein, das mag ja in der Überzahl sein, aber mein Orientierungspunkt ist das nicht. Natürlich habe ich hier lauter Sachen herumschwirren, wo man sagen kann, oh Gott, was soll das denn jetzt noch? Aber meine Orientierungspunkte sind das nicht. Mein Orientierungspunkt ist mein weißes Licht, das immer wieder die Dunkelheit zerfrisst. Das ist von morgens bis abends, das kann gar nicht anders. Und wenn ich dieses Bewusstsein habe, passiert das auch. Aber ich kann es eben nur bei mir. Ich kann nicht bei jemand anders reinplatzen und sagen, ja, mal, gib mal deine Sachen, ich mach das dann schon mal. Das kann in der Tat ein übergeordneter Gott oder dein höchstes Selbst, dein übergeordnetes Ich. Das kann es deshalb, weil du damit identisch bist. Und jeder, der weiß, dass er Licht ist, weiß auch, dass er mit allen identisch ist, die ebenfalls Licht sind. Aber während wir dabei sind, gerade mal unser eigenes Licht zu entdecken und gerade erstmal bemerken, wie wundervoll wir eigentlich sind, was wir eigentlich genau in Mächten haben, was wir genau tun können, sind wir auch dabei, uns nicht gleich mit allen möglichen zu überfrachten. Das heißt also, wenn ich jetzt auch noch dafür sorge, dass das Gleichgewicht nicht stimmt und ich also dabei bin, mich dann also mit allem mich dazu überessen sozusagen, dann verdunkelt all das, was da mein Licht verdunkeln würde, mein eigenes Licht so sehr, dass ich es gar nicht mehr richtig weiß. Und das haben wir einfach nur vergessen. Gut, okay, dann kommt die Erinnerung eben wieder. Das wundert sagen, nein, wieso, steht dir nicht zu, dass du so viel gemacht und was weiß ich, du hast alles falsch gemacht, ja na und? In der Dunkelheit sind wir alle blöd. In der Dunkelheit sind wir alle dumm. Wenn wir zornig sind, wenn wir wütend sind, wenn wir traurig sind, dann zerstören wir unser inneres Wesen, was doch eigentlich weiß, dass wir nicht sind. Dein inneres Wesen weiß das. Dein inneres Wesen hat dich nie im Stich gelassen. Es hat sich nur ein bisschen verschreckt zurückgezogen. Das wäre nicht. Aber es hat sich dann tief in dir ein bisschen verborgen und traut sich gar nicht richtig raus, sondern guckt immer so ein bisschen nach, so nach dem Motto, ist alles klar, kann ich rauskommen? Sehe doch nicht. Es hagelt noch da draußen. Ist halt noch so. Ist unser Bewusstsein. Es macht eigentlich auch Spaß, damit zu spielen, so ist es nicht. Aber erst dann müssen wir dahin kommen. Und jetzt kommt noch etwas anderes ins Spiel. Ich meine, ich sage euch das ja nun. Ich sage es euch gerne, weil ich weiß, dass es einigen hilft. Das Leben fehlt auch nicht mehr ganz so verbissen zu sehen. Und dann haben wir auch eine ganze Menge Leute am Start, die euch eigentlich
nichts anderes erzählen. Also eigentlich machen sie das auch. Nur sagen sie dann immer, komm ins Licht und ich habe hier die Formeln und ich habe hier das ganz große Weisheitsorakel ist gekommen und ich bin ja die Auserwählte des Herrn und kann dir dann sagen, wie und so. Und ja, nun komm mal in mein Seminar und ich führe euch dann ganz behutsam ins Licht und all sowas. Gibt es ja auch solche Menschen. Das steht mir nicht zu. Das darf ich nicht. Das widerspricht meiner Überzeugung. Ich darf niemanden ins Licht führen, indem ich sage, nun komm mal neben mit. Denn dann würde ich dich in mein Licht führen. Und dort wärst du stets ein, nicht ungebetener, aber doch immer nur ein Gast. Ein unbeteiligter Zuseher. Du wärst sozusagen eine, na, Schwarzfahrer nicht, aber du wärst so ein bisschen, du wärst so wie so ein Anhängste da dabei. Und ich liebe es nicht, Menschen mit mir zu nehmen und sie als eine Art Anhängsel zu betrachten, dann kommen eben auch mit. Entschuldige bitte einmal. Das macht nur einer und das macht Christus, aber dann bist du auch kein Anhängsel, sondern bist du ein Teil davon. Das heißt, du bist ein Teil von Kristallenergie. Ja, Mama, das ist deine. Da brauchst du dich auch nicht als ungebetener Gast zu fühlen. Das ist der Grund, weshalb ich diese Seminare alle nicht mag. Denn ich kann dir mittlerweile zuhauf da stattfinden. Weil ich diese Idee, dass ich Menschen auf meinen Weg praktisch zur Vollendung mitnehme und dadurch verhindere, dass sie selber dahinter kommen, dass sie selbst so als Licht sind, das gefällt mir nicht. Das mag ich gar nicht. Und ich bin der Meinung, dass Kristallenergie sehr effektiv ist, weil sich dadurch dein Bewusstsein so voll aufklärt. Das ist der Unterschied zwischen einem Arzt und mir. Ein Arzt sorgt dafür, dass deine körperlichen Gebrechen dich so halbwegs wieder dich da zumindest in Ruhe lassen. Und ich sorge dafür, dass du ein Bewusstsein bekommst, oder etwas, ich sorge dafür, aber ich sage dir, dass du ein Bewusstsein bekommen kannst, was es dir verbietet, körperliche Gebrechen zu haben. Das geht da nicht mehr. Wo Licht ist, kann Dunkelheit nicht sein. Unmöglich. Aber das ist eine Privatangelegenheit. Da kann ich keine Seminare geben. Unmöglich. Wie soll es denn aussehen? Wie soll ich denn deinem Bewusstsein vorschreiben, wie es zu ticken hat? Aber mit Licht funktioniert unser aller Bewusstsein. Je nachdem, wie die Lichtstufe ist. Also ob du das sehr hell aufgeschraubt hast oder ob du es etwas gedimmt hast. Oder ob du es extrem verdunkelt hast. Aber den Lichtschalter hattest immer du in der Hand. Kein anderer. Wir sind ein bisschen davon abgelenkt worden. Wir haben ein bisschen zu viel geguckt. Wir haben vergessen, auf uns selbst zu gucken. Das war unser ganzes Dilemma. Das haben wir vergessen. Ich sag doch immer, werde ein Egoist reinsten Wassers. Du musst ein Egoist werden. Und wie du ein Egoist werden musst. Ein Egoist, der weiß, dass er weißes Licht ist. Und dass er alles, was er tut, nur dann tut, wenn es sein eigenes Licht erhält. Und es wird dein Licht nicht erhellen, irgendjemand an dir zu knallen. Es wird dein Licht nicht erhellen, jemanden zu verprügeln. Auch wenn ich gerade gesagt habe, wenn ein Party nochmal ankommt und sagt, ja, ich bin immer so sensibel, ihr müsst alle ganz behutsam mit mir umgehen, dann würde ich noch sagen, dann knallt hier noch einer, aber so ist es nicht ernst gemeint. Also, ja. Vielleicht schon top, wer weiß es schon. Also du kannst schon an meinem Gepolter manchmal sehen, welchen Platz ich dabei wohl belege, wenn es darum geht, Licht zu werden. Also ich bin wirklich weißes Licht und mein Licht frisst auch die Dunkelheit, aber so einige gelegentliche Aussetzer habe ich ja dann doch noch. Und darum kannst du auch gut feststellen, welchen Platz ich dabei dann wohl belege. Aber immerhin, ich weiß es von mir. Ich komme da ja hin. Wozu die eine? Wir haben unser ganzes Leben vor uns. Also, vertändeln wir sie aber bitte nicht mit Sachen, die uns unverzüglich in eine Katastrophe reißen. Das muss nicht sein. Also, fangen wir doch mal so an. Und jeder, der dir was anderes erzählen will, genieße es bitte mit Vorsicht. Noch etwas, jeder, der dir was erzählen will, meint das übrigens unheimlich gut. Er meint das unglaublich gut.
Selbst der Verfasser des Hexenhammers, was hast du denn gedacht, was er dabei gedacht hat? Natürlich dachte er, dass, oh Gott, die Hexe ist ja so gefährlich und jetzt müssen wir aber mal ordentlich und so weiter. Der hat allen Ernstes geglaubt, dass man Menschen foltern muss. Und wenn man da herausgekriegt hat, dass sie Hexen sind, dann na gut, okay, wenn sie die Folter nicht überlebt haben, na gut, dann waren sie vielleicht keine Hexe, aber dann sicher ist sicher. Nicht Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das haben die Menschen noch wirklich geglaubt. Sie haben geglaubt, wenn sie eine Missernte haben, dann ist da irgendeine Hexe dran schuld und darum ist es wahrscheinlich besser für die Allgemeinheit. Wir verbrennen sie. Das haben sie wirklich gedacht. Und das taten sie, weil sie taten es zum Besten für die Gesellschaft. Der Judenhass. Wir haben alle gedacht, es ist besser, die Juden leben nicht. Das haben wir alle gedacht. Menschen haben Menschen erschossen, weil sie gedacht haben, es ist besser für die Gesellschaft, wenn sie nicht mehr da ist. Mit dem gleichen Gewissen, wie ein Arzt Medikamente verschreibt, weil er sagt, das tötet die Viren ab. Ja, da begrüßen wir das ja wohl auch. Aber damals haben die Menschen das Gleiche gedacht, wenn sie Menschen umgebracht haben. Warum haben wir denn nicht gelernt, dass es die Schwingung ist, die bestimmt, ob sie ein Virus anfindet oder ob ein Mensch uns übel will? Im Ergebnis ist es das Gleiche. Ich weiß, dass man das hier auf eine Stufe stellen sollte, ich tue es trotzdem. Wenn ich weiß, dass ich eine so hohe Schwingung habe, dass mein Licht wieder leuchtet, und in einem hellen Licht sich Krankheiten nicht abspielen können, dann weiß ich auch, dass die Viren, ganz egal welche mich da krank machen könnten, keine Überlebenschance in meinem Körper haben. Wenn ich genau weiß, mein Licht ist dabei, andauernd starke und immer stärker werdende Lichtwellen in meine Geist- und Körperzellen zu schicken. Und dabei muss mein Körper, meine Gedanken müssen aber immer bleiben. Ähnlich wie ein Funkmast immer die gleichen Signale sendet. Und dann macht er auch keine Pause. Hängt also von meinem Bewusstsein ab. Und wenn ich weiß, dass es meine Schwingungen sind, die mich vor allem schützen, dann weiß ich auch, dass ein anderer Mensch mir nichts Übles mehr tun kann. Ganz einfach deshalb, weil er gar nicht erst in meinen Bereich kommt. Da kommt doch gar nicht in meine Area rein. Wie soll es denn gehen? Wie soll es denn funktionieren? Wenn die Schwingungen nicht identisch sind, passiert gar nichts. Und dann brauche ich auch keine Menschen zu erschießen. Aber mit derselben Unwissenheit, wie ein Arzt Medikamente verschreibt, weil er allen Ärzten glaubt, ein Mensch braucht ein Medikament, damit ein bestimmtes Virus nicht da ist. So hat er es gelernt, so hat er es auf der Uni gelernt und ist fast Gott nicht verwerflich, aber er hat es eben so gelernt. Er weiß so nichts von Schwingungen und wie man die dann hochkriegen kann. Mit derselben Bewusstsein haben Menschen damals Menschen erschossen. Ich will nicht die Handlungsweisen vergleichen, das wäre ja wohl auch ziemlich unsinnig, aber der Gedanke dahin hat sie dazu geführt. Wenn ich nicht weiß, dass meine Schwingungen mich vor Krankheiten bewahren, dann weiß ich auch nicht, dass meine Schwingungen mich auch für missliebige Menschen bewahren. Und wenn ich das nicht weiß, bin ich genauso in der Lage, sie alle abzuknallen, wie zum Beispiel irgendwelche Medikamente einzunehmen. Das heißt, das Bewusstsein hat dazu geführt. Nun ist das natürlich nicht tragisch, dass Menschen Medikamente nehmen. Obwohl ich mir, wenn ich mir die Pharmaindustrie angucke, dann bin ich auch nicht mehr so sicher. Ich habe das jetzt nicht vor zu diskutieren. Aber ich möchte dir begreiflich machen, wie wichtig das ist, dass du begreifst, dass du selbst weißes Licht bist, damit du weder in die eine noch in die andere Situation kommst. Es ist nichts dagegen zu sagen, eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Ja, Gott nochmal, ich habe von Aspirin gelebt von den letzten Jahren, sonst hätte ich meine Kopfschmerzen nicht ausgehalten. Aber, denn ich hatte da eine ganze Reihe davon. Aber ich will versuchen, dir zu sagen, dass ein ob Arzt, ob Patient, ob Lokführer, ob Papst, ob Arzt, ob was weiß ich was, ob Bundeskanzler oder ob Pförtner, das ist von deinem Bewusstsein abhängt, ob dein Schwingungskern jetzt in der Lage ist, immer wieder stärkere Lichtwellen in deine Geist- und Körperzellen zu schicken, damit sich dein Körper und damit auch dein Leben wieder harmonisiert. Und dass das wichtig ist. Es ist natürlich nicht zu vergleichen, ob ein Arzt Medikamente verschreibt oder irgendjemand 20 Menschen erschießt. Natürlich ist es nicht zu vergleichen. Nein, zu vergleichen ist das auf gar keinen Fall. Aber das Bewusstsein ist dasselbe. Oder besser gesagt, das Nichtbewusstsein ist dasselbe. Das Nichtwissen, dass das eigene Licht einem vor allem Möglichen schützt. Ich hoffe, dass es klar geworden ist. Es ist eine ziemlich radikale Form des Denkens, was ich habe. Die ist deshalb so radikal, weil sie umstürzlerisch ist und ist deshalb so friedlich, weil sie einen sofort davor hindert, irgendjemanden auch nur die Zunge rauszustrecken.
Auch kein kleines bisschen. Wenn du weißt, dass es dein Licht ist, das die Dunkelheit frisst, und wenn du weißt, dass du halt eine wirklich helle Schwingung hast, die eine dunkle Schwingung nicht mehr zulässt, und eine dunkle Schwingung oder eine niedrige Schwingung deine helle Schwingung nicht mehr verderben kann, einfach deshalb, weil deine helle Schwingung zu stark ist und dann nicht viel zu stark ist, als dass es dulden könnte, dann noch irgendwelche dunkle Sachen in seinem Leben herumlungern zu haben. In dem Augenblick verkneifst du dir alle, aber auch wirklich alle ausfallenden Bemerkungen oder Handlungsweisen oder sowas. Darum habe ich gesagt, setze ich alle halbe Stunde hin. Wie weit hat mich dieses Wissen verändert, was ich jetzt in einer halben Stunde da gelesen habe? Wenn ich das und das tue, wie verändert mich das? Denn es wird dir immer alles verändern. Denn ganz egal, was du tust, es wird dich in irgendeiner Weise in irgendeine Richtung schicken. Ganz egal, was du machst. Ob du im Finanzamt sitzt oder in einer Mülldeponie, da was weiß ich was, irgendwo da arbeitest. Oder die Goldschätze hütest von irgendjemandem oder was weiß ich was. Wenn wir dahinter gekommen sind, dann haben wir alle Indizien auf dem Tisch, dann wissen wir es. Und dann ist das mittlerweile alles so klar, dass dieser Fall oder unser Leben, das könnte jetzt mittlerweile ein Nachtwächter lösen. Und ein Nachtwächter ist nicht mehr als das, er wacht über die Nacht. Aber warum solltest du über die Dunkelheit wachen? Du kannst auch genauso über das Licht wachen. Ich meine, immerhin bist du der Torwächter deines Lebens. Du lässt nichts durch, was dein Licht verdunkeln würde. Auf gar keinen Fall. Und da fällt die letzte Bastion nie. Daran hat keiner Interesse. Denn fällt einer, fallen alle. Und das wollen wir nicht. Das heißt also, du kannst dich ziemlich tief in die Patsche reingeritten haben, aber die letzte Bastion fällt nicht. Und das ist dein Schwingungskern. Er kann blockiert worden sein eine ganze Weile, das stimmt. Das heißt, dein Schwingungskern, deine Schwingungsimpulse setzen immer Impulse, immer Lichtwellen aus und dein Denken kann sie alle unterbrechen. Nein, 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 nein und so. Aber letztendlich bleibt, das hört nie auf zu schlagen, nie auf Impulse zu geben. Auch nicht, wenn du gestorben bist, auch nicht, wenn der Körper gestorben ist. Dein Licht bleibt weiter. Das leuchtet und leuchtet und leuchtet, das hört nie auf. Darum unterteilt sich Gott auch in ein männliches und ein weibliches Prinzip. Das eine Erhaltende, das andere sich ewig Verändernde. Aber wohin sich das Ewige verändert, ja, darum ist es ja veränderlich. Also es kann dahin und dahin. Und wenn es etwas zu tief in die Patsche geraten ist, dann tut es gut daran, sich wieder an das männliche Prinzip zu erinnern, was in der Tat das Erhaltende nicht gewesen ist. Und dann tut man gut daran, da wieder hinzutappern, sich da wieder hinzuentwickeln. Und das darfst du auch und kannst du auch. So tief kannst du gar nicht gesunken sein, als du da nicht wieder zurück könntest. Und ich weiß, dass wir scheußliche Massenmörder in unserer Mitte hatten, dass wir abscheuliche Verbrechen in unseren Menschheitskapiteln haben, dass wir ein widerwärtigste und abscheulichste Verbrechen begangen haben. Natürlich haben wir sie begangen. Natürlich waren wir das. Überall, was auf der Welt passiert ist, hatten wir unsere Finger im Spiel. Je nachdem, ob es uns noch was angeht, sind wir da auch mit involviert oder nicht? Frage der Entwicklung. Ja, liebe Leute, dann danke ich euch mal sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Es hat dich irgendwie gefreut. Und dann wünsche ich dir wirklich alles Gute in deinem Leben. Und viele, 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 viele gute Gedanken. Lichterfüllte Gedanken und einfach Gedanken, die dich freuen. Und so wie du denkst, so fühlst du auch. Und was du fühlst, das wirst du auch erjagen. Ach, vor allem, kennst du den Spruch noch von aus dem Faust? Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen. Mit anderen Worten, wenn du, deine Emotionen sind das, die dir irgendwie durchs Leben leiden. Und wenn du auch mit einem völlig verschrammten Kahn da irgendwie ans andere Ufer da ankommst, aber du kommst an das rettende Ufer. Und da wollten wir auch hin, da sollte unsere Reise ja auch hingehen. Und dann sind wir irgendwann da. Halbwegs, doch immerhin noch, also irgendwie noch auf unserem Schiff noch halbwegs zu erkennen. Hallo, wir haben es geschafft, wir sind am anderen Ende. Ach, Gott sei Dank. Aber die Überfahrt war ganz schön turbulent, aber das war daran ja so aufregend. Ach, war das alles aufregend.
Aber wenn man erkennt, dass das eigene Licht die Dunkelheit frisst, dann ist es wirklich aufregend. Also das ist ein Satz, den kann man sich doch nur merken, oder? Das war das ganze Gerede von gerade eben wert, oder? Die Erkenntnis, Menschenskind, ich bin weißes Licht und mein ein weißes Licht zerfrisst die Dunkelheit oder frisst die Dunkelheit. Und weißes Licht erfüllt meine Zeit. Wo ist Dunkelheit hin? Weg, oh, putschidei, war es mal. Das steht übrigens in irgendeinem Psalm. Nicht in irgendeinem. Im Psalm 137, wenn du keine Bibel haben solltest, mach das nicht, du kannst es ja googeln. Da steht relativ am Ende: Ah, der Feind spreizte sich wie so ein Baum und was weiß ich wie. Und als ich wieder vorüberging, war er nicht mehr zu finden. Logischerweise nicht. So funktioniert ja unser Licht. Wenn dich irgendwas bedrückt hat, betreut hat, dann hat es dich in eine gewisse Verwirrung gebracht. Verwirrung aber findet in der Dunkelheit statt. Wenn du jetzt auch mal wieder weißt, ich bin weißes Licht und mein weißes Licht frisst die Dunkelheit auf, wo ist dann der Feind? Wo ist denn dann was hier zu bedrückt hat? Siehst du irgendwas? Sehe ich nicht. Dann nicht mehr. Wenn du da noch was siehst, wenn du noch so einige, sagen wir mal, wenn es dann so ein paar Überbleibsel von gibt oder so, die gibt es so garantiert noch irgendwie, es nervt immer noch ein bisschen was. Dann denke bitte immer daran. Es ist das Echo von ganz, ganz, ganz weit hinten. Da kommt auch mal so ein ganz schwaches Echo. Aber schwaches Echo heißt nicht, dass es Überhand gewinnt. Okay. Wenn es sich fühlt, ihr werdet es nicht erjagen und jetzt wirst du es fühlen. Aber wie? Wenn du weißt, dass du weißes Licht bist, dann wirst du sehr vergnügt. Und dann, ja, dann, was dann kommt, das ist dann wieder eine völlig neue Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute.